Schön, dass du einschaltest und dir Zeit für dich nimmst. In der heutigen Meditation lernst du besser, mit deinen Ängsten umzugehen. Unsere Ängste schränken uns ein und wir wollen sie so schnell es geht loswerden. Aber die Angst geht nicht weg, wenn wir das wollen. Sie kann dann weggehen, wenn wir sie zulassen und uns ihr stellen. Du kannst die Meditation jedes Mal machen, wenn du das Gefühl von Angst verspürst. Je öfter du meditierst, desto besser kannst du mit deinen Ängsten umgehen. Viel Spaß mit der Meditation. Nehme eine bequeme Meditationshaltung ein und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nehme nun ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein und atme die Luft durch deinen Mund wieder heraus. Noch einmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen und die ganze Luft durch deinen Mund wieder ausatmen. Lasse deinen Atem wieder natürlich fließen. Beobachte einmal deinen Atemfluss. Wie fließt dein Atem? Ist er tief oder flach? Ist er schnell oder langsam? Werde zum Beobachter deines Atems. Mit jedem Einatmen kommst du immer mehr in einen entspannten Zustand. Lasse beim Ausatmen alle Anspannungen los. Einatmen, entspannen. Ausatmen, loslassen. In unserem Leben haben wir verschiedene Ängste. Stelle dir nun einmal die Frage, vor was hast du Angst? Es gibt zum Beispiel die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor Nähe, die Angst davor, einen Fehler zu machen, die Angst davor, krank zu werden, berufliche Ängste, Zukunftsängste, Angst vor Prüfungen oder Präsentationen oder die Angst davor, in einem ungewohnten Umfeld zu sein. Egal was es ist, überlege dir einmal genau, vor was du Angst hast. Seit wann hast du diese Angst? Wie fühlt sich diese Angst an? In welchem Bereich in deinem Körper kannst du die Angst spüren? Wenn du den Bereich gefunden hast, dann versuche einmal wahrzunehmen, wie sich die Angst an der Stelle in deinem Körper äußert. Sind es Schmerzen
oder ein Stechen? Ist es vielleicht ein Gefühl der Enge an dieser Stelle? Egal, was es ist, schaue genau hin und beobachte das Gefühl der Angst in deinem Körper. Überlege dir einmal, was der schlimmste Fall wäre, wenn deine Angst Realität wird. Wenn du zum Beispiel Angst hast, deinen Job zu verlieren, dann frage dich, wie dein Leben ablaufen würde, wenn der Fall tatsächlich eintritt. Könntest du dann überleben? Hättest du Chancen, wieder zurück ins Leben zu finden? Stelle dir ganz genau den schlimmsten Fall vor, der eintreten könnte. Die Angst ist an sich ungefährlich. Wie du mit ihr umgehst, liegt in deiner Hand. Das Gefühl der Angst ist nur ein Gast in deinem Körper. Genauso wie die Angst gekommen ist, kann sie auch wieder gehen. Sei ein guter Gastgeber und nehme die Angst an und lade sie ein, bei dir zu sein. Wenn du deiner Angst Raum gibst, dann ist sie keine Gefahr mehr für dich und sie kann mit der Zeit gehen. Die Angst kann dich nicht kontrollieren, wenn du offen für sie bist. Bedanke dich bei der Angst, dass sie ein Teil von dir ist. Nehme mit jedem Atemzug deine Angst an. Je mehr du die Angst annimmst, desto schneller kann sie auch wieder gehen. Nehme noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne beim Ausatmen deine Augen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um dich deinen Ängsten zu stellen. Wenn du Leute kennst, die auch ab und zu Ängste haben, dann würde ich mich freuen, wenn du die Meditation mit ihnen teilst. Somit kannst du ihnen helfen, besser mit ihren Ängsten umzugehen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie dir die Meditation geholfen hat. Du kannst mir gerne auf Instagram, Facebook oder per Mail schreiben. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich hoffe, wir meditieren beim nächsten Mal wieder zusammen. Bis bald!